herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar Teil 2 von diesem kleinen, süßen, halbwegs Junk Journal Notizbuch. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und jetzt geht's hier weiter. In der letzten Runde haben wir die Grundlage geschaffen. Altered Book, also ein altes Buchcover, haben hier diese wunderschöne Verbandstape Sause gemacht und haben hier die erste Lage von dem Seitenpapier aufgebracht. Dazu einen schönen Streifen Geschenkpapier, der hier rüber kommt. Jetzt wollen wir gleich uns der nächsten Sause hier widmen, und zwar weitere Schicht von dem geknüllten Seidenpapier. Vorher möchte ich aber hier einmal die Kanten entfernen. Falls ihr euch wundert, wir haben jetzt genau 4 Stunden nach dem letzten Video. In der Zwischenzeit war ich draußen, habe Reitunterricht gegeben, ein bisschen bewegt, ein bisschen hier an der frischen Luft gearbeitet. Nun geht es jetzt hier weiter mit unserem kleinen Notizbuch. So, ich habe das geglättet. Mir ist in der Zwischenzeit noch aufgefallen, dass ich hier den mittleren Streifen tatsächlich doch noch blau machen möchte. Das heißt, hier werde ich hier so einen von den übrigen Streifen, die ich vorhin abgeschnitten habe, noch aufbringen und dann erst die Innenkarten draufpacken. So, aber das werde ich im zweiten Schritt erst machen, weil ich möchte jetzt mit euch hier die große Knüllsause machen. Für die große Knüllsause brauchen wir eben auch den Kleber. Wichtig, wichtig. Aufgemacht. Einen ordentlichen Pinsel. Also ordentlich heißt in dem Fall relativ breit. Nicht so einen kleinen, dünnen, schmalen. Den jetzt noch ein bisschen trocken gemacht. So. Mehr Pinsel und Kleber. Und wir brauchen weiteres, auch wieder halbes Blatt von dem Seidenpapier. Und jetzt ist es wieder an euch, euch die Ohren zuzuhalten, weil jetzt wird's lau. Ach, übrigens, habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert? Dann macht das gerne. Könnte sich lohnen. Ich versuche 2-mal in der Woche ein Bastelvideo hier in den Orbit zu bringen. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, diese Knüllsachen, die sind total gut und total beliebt bei mir. So, knülle ich mal schnell auf. Raschel, raschel, raschel. So, jetzt haben wir ein ordentlich geknülltes Ding. Sieht ein bisschen aus wie eine Mülltüte, oder? Vielleicht wird es anders. So, was ich jetzt machen möchte, ich werde hier den Rand von dem Geschenkpapier hier so bearbeiten. Also ich werde das so an dem Rand lang knüddeln, knüllen und wuseln. Und das relativ eng packen. Das werdet ihr gleich sehen, dass dieses, sag mal, lange Papier, was eigentlich länger ist als das Buch, wesentlich enger ist. Was ich noch machen werde, ist hier ein Cut. Also das heißt, ich werde das Papier bis genau hierhin knüllen und knüddeln und dann hier wieder neu anfangen, damit die Beweglichkeit des Buches erhalten bleibt. Was ihr wahrscheinlich auch seht, ist hier so ein, ich weiß nicht, ob man das von der Kamera gut sehen kann, so ein leichter Glanz und so ein Spiegel von dem Kleber. Ist überhaupt nicht schlimm. Das ganze Gerät hier wird nachher noch versiegelt und dann glänzt das sowieso ein bisschen. Beziehungsweise hat so einen, sagen wir, matten Schimmer. Glanz will ich das jetzt noch nicht unbedingt. So, normalerweise höre ich beim Basteln Musik. Jetzt habe ich hier euch am Start. Da wird das ein bisschen schwieriger. Und was ich auch festgestellt habe, ich habe nämlich noch ein weiteres Video hier in der Mache. Das ist nämlich ein Video, wo ich Musik gehört habe beim Basteln. Da habe ich nämlich eine schöne Geburtstagskarte gebastelt, so eine Doppelkarte, und habe wunderfein Musik dabei gehört. War auch total toll. Und jetzt habe ich 4 Videoteile, weil das Video ist recht lang und recht umfangreich geworden, was an sich gar nicht schlimm ist. Und jetzt habe ich 4 Videoteile, die noch nicht vertont sind. Und meine Hintergrundmusik, die wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun. Also könnte bestimmt auch interessant sein. Aber ja, weiß ich nicht. So ein bisschen dilettantische Musik im Hintergrund laufen lassen, während man bastelt, und das Ganze dann auch noch ins Netz stellen. Nee. Nee, nee. Lassen wir das mal sein. Dementsprechend habe ich mit dem anderen Video echt Arbeit. Ich
weiß nicht, ich glaube, das mache ich auch so schnell nicht wieder, weil so nachvertonen ist doch irgendwie blöd. So, jetzt geht's los. Und zwar, ihr seht, ich habe hier den ganzen Teil eingekleistert. Und jetzt fange ich an, hier das ganze Geknüll und Geknüdel erstmal so ein bisschen zu versammeln. Hier versuche ich, diese Reiskante so ein bisschen unterzustecken, dass die so sich versteckt und nicht so sichtbar ist. Weil an der Stelle möchte ich ausnahmsweise mal keine Reisspuren haben. Normalerweise finde ich Reisspuren, also gerissene Spuren, ja total toll. Und an diesem Fall hier halt mal nichts. So. Schwuppdiwuppdiwuppdi. Haben wir hier natürlich auch den Part, der noch schön eingeklebt und eingekleistert ist. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo ich hier schneide, damit ich das unterstecken kann. Und das Unterstecken, das erkläre ich und zeige ich euch gleich. Und zwar versuche ich nämlich immer die Kanten, ja, wie eben bei dieser Risskante, nicht sichtbar sein zu lassen. Das heißt, die verschwinden unter sich selbst. Werdet ihr gleich sehen, wie ich das da drunter stecke. Das unter sich selbst ist ganz gut, weil dann hat man einfach keine mal scharfkantigen Papierstücke. Klingt irgendwie schräg. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also man hat einfach keine geraden Kanten. So. Ich mache das ja ein bisschen großzügiger, weil ich will natürlich auch hier unten die Sachen gut unterstecken. Und hoffe, dass das großzügig genug ist. Man kann ja noch ein bisschen nachschneiden, ne? Das ist ja nicht aller Tage Abend. So, heute haben wir das Thema Phasenschwein ganz gut ausgeschlachtet. Das als Veganer, meine Güte. Naja, kommen wir zurück zu diesem Unterstecken. Ich hoffe, das ist jetzt hier in der Kamera sichtbar. Ich versuche jetzt tatsächlich hier diese geschnittene Kante so ein bisschen einzuschlagen und hier mit drunter zu bringen. Ich hoffe, dass das hier so richtig schön gut sichtbar wird. So, und jetzt seht ihr auch, dass hier das Geknüdel und Geknüll viel dicker und präsenter ist, als es vorher in der Unterschicht gewesen ist. So, jetzt mal gucken, wie weit ich hier den Kleber drauf gepinselt habe. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal oben in der Ecke angekommen. So, ich bin schon recht weit. Das ist super. So, und auch hier an der Stelle werde ich gucken, dass ich hier dran komme, aber nicht über die Kante, weil ich möchte hier beweglich halten. Dieser Junk Journal Kleber ist zwar sehr schön, fein und elastisch, allerdings nimmt diese Elastizität tatsächlich ab, wenn man die dritte oder vierte Schicht drauf macht. Wunder, oh Wunder. Überhaupt kein Ding. Nur muss man daran denken, wenn man hier die Schichten übereinander baut, dass das dann nochmal klemmt, wenn man ein Buch noch auf und zuschlagen möchte. So, da kommen wir wieder zum Thema schlauer durch Auer. Man hat es doch schon mal versucht, ne? Nicht Mann, sondern ich. Hab das schon ausprobiert und habe tatsächlich ein wunderschönes Buch gemacht, was wirklich steif zu öffnen und zu schließen ist. Deswegen, man lernt ja aus den Themen und macht es das nächste Mal anders. Das heißt, ich lasse hier diese, sag mal, blaue Knickkante im Buch, lasse ich so in Frieden. Und für sich. Und versuche da jetzt gleich dran lang zu organisieren. Ne, auch hier wieder. Ich hoffe, dass diese Craft with Me Videos euch nicht so furchtbarst langweilen. Falls doch, macht euch Musik an oder guckt die Videos einfach nicht mehr, ist auch möglich. So. Also das hat jetzt schon mal ziemlich gut funktioniert hier, so wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Unterknüdel. Hier die Kante habe ich ganz gut im Griff. So, ihr seht, ich habe jetzt auf der Seite und auf der Seite untergeschlagen und einfach so ein bisschen gemanscht. Jetzt muss ich das Ganze hier wieder ein bisschen kürzen. Ich habe eben schon gesagt, es kann gut sein, dass da noch was abkommt, beziehungsweise ich dann nachschneiden muss. Here we go, hier muss ich nachschneiden. Haben wir hier noch so einen kleinen schönen Tunnel. Da kann ich euch das glatt mal so von oben zeigen. So, jetzt würde ich nämlich hier, ihr seht meine wunderbar versauten Fingernägel, da müsst ihr jetzt einfach auch mit leben.
Das werde ich nach dem Basteln lösen. Vielleicht besser. So, ich schlage jetzt einfach immer die Kanten so ein bisschen in sich ein, in sich unter. Hier habe ich so ein ziemlich viel Papier. Da nehme ich noch mal ein bisschen was weg, sonst hat man da so einen ziemlich dicken Knödel. So, so ein bisschen reicht. Oh, klebt an mir. Ziehe ich das hier rüber und knüttel das jetzt in sich rein. So, jetzt haben wir noch so einen kleinen Puffhaufen. Schwupp, weg ist er. Bisschen drauf gedrückt. So, der Schritt, der nach diesem, sag mal, Aufkleben kommt, der ist dann dieser, dass die ganzen Falten in sich mit Kleber eingemanscht werden. Also, wenn sich dann noch jemand über meinen Kleberverbrauch wundert, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann kann ich es einfach nicht mehr ändern, wenn das keiner versteht. So. Da hätten wir es. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kleinkram. Ich schaue gerade mal, ob der dahin passt, wo ich ihn haben will. Ich denke schon, dass ich den hier an diese Kante bringe, weil auch wieder hier bis zur Knickkante des Buches werde ich dieses Herzchen hier drauf bringen. Schön ist immer, wenn man erstmal eine Kante macht. Das hilft manchmal, wenn man nicht so ganz weiter weiß oder nicht ganz, sag mal, bis zum Ende das durchdenken kann, weil man gar nicht weiß, wie diese Falten dann fallen. Dann hilft es auf jeden Fall, hier, sag ich mal, eine Kante erstmal zu kleben und zu knüdeln und dann erst mal die ganze Fläche zu Ende zu streichen. Dann zeige ich euch jetzt mal, was ich damit meine. Wie ist mein Papier mir hier rechts im Weg? So, das heißt, ich nehme jetzt diese Kante und setze sie erstmal hier an. Und nehme auch die weiteren Kantenstückchen und knüdel und drehe ein bisschen ein, dass sie sich wieder in sich selbst eingeschlagen ist. Schwupps. Und habe jetzt erstmal das hier draufgebracht. So, jetzt würde ich nicht direkt hier an der Buchkante schneiden, weil sonst fällt das nicht so hübsch wellig aus wie hier, sondern ich gehe weit drüber. So ein zwei Finger breit, kann man ungefähr sagen. Tendenz in die Ecke so ein bisschen abnimmt, weil da einfach wirklich wenig Platz ist zum Knüdeln und Kleben. Dementsprechend gehe ich jetzt hier mit meiner Schneiderei runter. Aber ihr seht, ich habe hier nichts gemessen, nichts ausgewogen oder was auch immer. Ich habe hier einen Pi mal Daumenwert einfach mal abgeschnitten. So, und der Einfachheit halber mache ich mir hier genauso eine Kante wie eben. Vielleicht nicht zu viel Kleber. Aber ein bisschen was hier so. Dass ich das dort erstmal dran bringe. So, da wird sich gleich wieder so eine Falte entstehen wie auf der anderen Seite, wo ich dann ein bisschen mehr abschneiden muss. Ja, ist jetzt natürlich schwierig für euch zu sehen, aber mein Gott. Deal with it. So. Kante festgesetzt und nun gucken wir mal, was der Rest so bringt. Also jetzt kann ich euch tatsächlich hier mal reingucken lassen. Ne? So, ich verteile jetzt hier richtig lustig Kleber einfach in diese Höhle, in diese Papierhöhle. Das war früher als Kind immer so, wenn man sich so eine schöne Höhle gebaut hat aus Decken oder sowas, dass man dann immer irgendwie reinkriechen und das irgendwie verschönern wollte. Nun haben wir jetzt Höhlen aus Papier, wo wir leider nicht mehr reinkriechen können. Weil das bestimmt ziemlich lustig aussehen würde. Bestimmt auch ziemlich lustig wäre. So. Ja, jetzt haben wir hier nämlich diese ganz schmale Kante. Ihr seht es hier. Ich glaube, da muss ich tatsächlich sogar noch mehr abschneiden, weil das da oben sehr schmal ist an der Ecke. So. Jetzt mache ich nämlich hier nur noch so ein kleines Tröpfchen, Kleckschen, irgendwas hier rein. Und dann versuche ich das hier einmal so ein bisschen einfach nur hoch. So funktioniert das bestimmt total toll. Jetzt versuche ich das hier nämlich einmal nur so ein bisschen reinzudrehen. Meine Schere hilft mir dabei. Brave Schere. So. Und auch hier nehme ich das Knuddeln ernst. Knuddel mir die Kante hier zurecht. Und habe einen ähnlich hübschen Knuddelbereich wie unten. Schwupps, die Wups.
immer noch aus wie so ein geknüllter Müllsack. Aber ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ich muss mir das auch selber ein bisschen einreden, dass das nachher total schick wird. Dann glaube ich nämlich dran und dann funktioniert das auch. Jo, hätten wir dieses. Wie gesagt, ich habe noch ein paar kleine Stückchen. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal diesen großen Bereich hier machen. Bevor ich mich den kleineren widme. So, jetzt habe ich ein bisschen Reste für den Rücken. Dann suche ich den. Boah, das könnte hinkommen. Ich glaube, ich mache eher. Ja. Ja, ich bin mir einig mit mir selber. Das ist doch schön. Da gibt es zu wenig Menschen mir Widerworten, wenn man das mit sich selber ausmacht. Hier wieder erstmal die hübsche Kante zum hübschen Papier. Hübsche Kante, hübsches Papier, schwubbeligopp. Und ganz wichtig, auch hier wieder, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch hier diese gerade erstmal noch machen. Weil die Kanten und die andere Kante, die sind mir wichtig. Wie gesagt, der Knick des Buches. Dann setze ich erstmal diese Ecke hier ein bisschen auf. Und die Ecke auf und hole mir das hier auf diese so, vorbereitete Kleberlinie. So. Oh, jetzt geht's mit der Linie weiter, die bei den Herzchen wohnt. So, falls sich jemand fragt, warum tut man sich das an, so was Knistriges zu basteln und dabei die ganze Zeit irgendwem Imaginierten was zu erzählen. Ja, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz spannend. Also, natürlich nicht die ganze Zeit vor mich hinzureden und keine Antwort zu bekommen, das ist schon ein bisschen strange. Aber ich finde das ganz spannend, einfach diese ganzen YouTube-Videos zu sehen, wo man total viel lernen kann und einfach total viele Tricks und Kniffe findet, wenn man selber einfach was ausprobiert. Und ja, davon möchte ich auch mal was zurückgeben. Ich glaube, ein bisschen was kann ich auch. Ein Stückchen kann ich auch und da kann ich bestimmt was, ja, entweder zur Belustigung beitragen, vielleicht auch diese lustige Knuddeltechnik hier irgendwie damit anstecken, der dann auch geknüllte Bücher macht. Ja, oder einfach ein bisschen für Erheiterung sorgen. Warum auch nicht? Ja, man redet den ganzen Tag bierernstes Zeug, dann macht sich bierernste Gedanken. Dann trinkt man abends nicht mal ein Bier. Das sollte man auch nicht unbedingt regelmäßig tun. Bleibt bei Wasser, ist viel besser. So. Ja, jetzt habe ich hier einfach das Ganze schon mal so ein bisschen in Form geschnitten. Gegebenenfalls muss ich gleich nochmal was abschneiden. Wir werden es sehen. Und jetzt wird hier wieder fröhlich gemanscht. Jetzt nehme ich erstmal die erste Hälfte und ziehe mir die zurecht und dann gucke ich, ob ich noch irgendwas abschneiden muss. Weil wenn es dann wirklich an der Kante angeklebt ist, also wirklich hier am Kantenbereich des Buches und dann schnibbelt man dran rum, dann wird das meistens nicht so schick. Also dann kriegt man auch dieses, wie man es jetzt schon merkt, ich habe es ja ein bisschen zu fest geklebt. Jetzt doch löst sich noch hoch. Kriegt man diese untergeschlagene Kante nicht mehr so richtig hin. Aber mich stört das gar nicht, wenn das ein bisschen übersteht wie hier. Dann soll das wenigstens in sich eingeschlagen sein. Das macht viel mehr Sinn und Spaß, wie ich finde. So. Wer sich fragt, warum man sich abends dann noch hinsetzt und hier irgendwelchen Käse bastelt, anstatt sich mit Füßen hoch vom Fernseher zu räkeln. Ich weiß nicht, so langweilig eigentlich. Ja, es gibt tolle Serien, natürlich. Es ist auch bestimmt ein super Bildungsprogramm. Kann man sich natürlich auch reinpfeifen.
dieses Aktivsein und dieses wirklich nochmal ein bisschen was werkeln, das macht mir einfach Spaß. Und wer keinen Bock drauf hat, der lässt es halt, der hockt sich vor den Fernseher. Vielleicht guckt derjenige oder diejenige das ein oder andere YouTube-Bastelvideo. Ich weiß nicht, ob das so ist wie beim Sport. Man sagt ja, wenn man Sportvideos guckt, dann geht man ein Stück weit mit, also mindestens mal psychisch, sodass man tatsächlich auch einen Teil des Sportes ja, imaginär tut. Ich weiß nicht, ob das mit dem Basteln auch funktioniert. Wenn das so ist, dass man sich Bastelvideos reinzieht, ist es dann so, als würde man selber basteln, ein Stück weit? Ich tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob das so sein kann, weil tatsächlich, wenn ich mir hier Videos angucke von, ja, zum Beispiel von Jutta von Funke Kram oder auch von Glücksknoten, wenn die was Tolles machen, erstmal kriegt man Lust, das selber zu machen. Ne? Deswegen sitze ich jetzt hier. Man hat aber auch irgendwie so ein Stück Wissen, so ein Stück Erkenntnis dann da mitgenommen. Also ich jedenfalls, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, hat ein Stück Erkenntnis mitgenommen, wie die Dinge funktionieren oder wie man sie anpacken muss. Und wo man einfach sich Ärger und Nerverei ersparen kann. Also das ist immer, ich nehme aus jedem Video irgendwas mit. Sei es eine Farbkombi oder eine Technik, etwas zu schneiden oder eine Technik, eine Tasche, sondern aufzusetzen oder was auch immer. Oder Sichtweisen auf Basteleien, auf Zusammenstellung von Themen. Ja, wie gesagt, also ich nehme da tatsächlich jedes Mal irgendwas Interessantes mit, also irgendwas an Wissen und ja, manches schlägt sich dann halt auch in dem nieder, was ich tue. Der große Knuddelpart Teil 2 ist auch durch. Jetzt brauche ich ein kleineres Stück, um den unteren Teil hier zu bespaßen. So, du bist mein Rückenstück, dich nehme ich nicht. Ja, ich glaube, das hier wäre ganz gut. Ja. Habe ich so ein bisschen gefetztes. Ich glaube, das bringe ich lieber. Bringe ich lieber dann hier über diese Kante und schneide es dann noch ab, bevor ich es unterschlage. Tja. Ja, ist so ein bisschen wie die Susanne von Bollenhut-Aden. Die ist auch immer am Werkeln und Basteln und Erzählen. Ich finde es herrlich. Und ja, mag manch einer sagen, ist ja kein Bildungsfernsehen. Nein, ist es nicht. Es ist ein, doch, eigentlich schon ein Lebensbildungsfernsehen. Einerseits wird man in Kunsthandwerk ein bisschen weitergebildet, aber auch in Sichtweisen. Und ich finde das zum Beispiel total toll, wenn die Susanne von ihren, sag mal, Erlebnissen erzählt, wie sie Videobearbeitung macht. Und sie macht sich da ja richtig viel Mühe und Arbeit. Total klasse. Und ich finde, das merkt man und sieht man auch in den Videos. Und da einfach so frei von der Leber weg zu erzählen und nicht alles schicki. Von wegen, ja, ist total easy und easy Leben und YouTuber sind die großen Stars und haben nichts zu tun. Ja, so ein Bullshit. Ne? Also, je mehr Videos man macht, desto mehr Ehrgeiz hat man bestimmt auch, die Sachen, sagen wir, noch besser zu machen oder noch professioneller Filme zu schneiden, vielleicht mit Musik zu hinterlegen. Und ihr könnt euch sicher sein, ich werde hier in diesem Video nichts kürzen, nichts schneiden. Klar, kommt dann Vorspann hin. Und wenn ich jetzt hier so ein schönes Stuhlknetern habe beim Aufstehen oder Hinsetzen, dann werde ich auch den Anfang oder das Ende ein bisschen tunen. Aber zwischendrin kriegt ihr hier jeden verfluchten Handschlag mit, wenn ich filme. Ich schneide davon nichts raus. Ich werde das alles hier schön fein drin belassen, weil es einfach dazugehört. Wenn ich ein Craft with Me Video mache, dann müsst ihr da durch. Wie gesagt, wer das nicht will, lässt es sein. Nicht gucken oder Musik anmachen. Das sind die Alternativen. Ja, ich war gerade bei Susanne. Die macht sich die Mega-Arbeit mit dem Schneiden und auch mal Vorbereiten ihrer Themen, die sie mitbringt. Und ich finde es einfach total liebevoll und schön.
Und da freue ich mich selber drüber, wenn ich mal jemandem dabei zuschauen kann, wie er mit Liebe, mit Sorgfalt, mit Ideenreichtum ja, vor sich hin bastelt und dabei einfach einen Schwank aus dem Leben erzählt oder was einem einfach gerade so widerfahren ist. Und da gibt es ja ganz viele tolle YouTuber, also keiner darf jetzt bitte beleidigt sein, den ich gerade nicht genannt habe. Ich will jetzt nicht behaupten, ich gucke euch alle, das wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber einiges schaue ich mir schon gerne an. Wobei, da kann ich doch gleich mal zum Besten geben, dass ich tatsächlich mit Pam von The Paper Outpost angefangen habe. So bin ich eigentlich wirklich über das Thema Junk Journal und Bücherbasteln gestolpert. Das hat mich einfach total fasziniert und diese Art. Ratzenfatz, nee, wir machen uns jetzt hier ein schönes Junk Journal. Und Junk Journal ist nicht, sagen wir mal, kein Rocket Science, es ist nicht mega schwierig. Es kann jeder, und es kann jeder, der irgendwie Schnipsel und Gedöns im Haus hat. Das hat mich einfach fasziniert. Und so kam ich dann zu diesem, ja, eigenen Geschnipsel. Es kommt ja halt auch mal das eine zum anderen. Ne? Also ist ja nicht so, dass man da was guckt und dann sagt, oh, wie schön. Könnte ich ja mal machen. Nee, dann versucht man das auch und stellt man fest, Mist, ich habe ja gar nicht das Material. Also gar nicht das Material ist gut. Also man hat ja Material, aber halt nicht das. Ja, und dann kommt das eine zum anderen. Also wenn ihr mal meine Stempelsammlung sehen könntet. Ich weiß nicht, wie oft ich schon für bekloppt erklärt wurde. Ich mag meine Stempel. Ich habe auch schon mal den einen oder anderen weitergegeben, aber ich glaube, das liegt tatsächlich im kleineren einstelligen Bereich. Einfach, ich weiß nicht, wenn man sich was aussucht, dann ist es doch meistens so, dass es einem auch gefällt. Warum sollte man dann das gegen noch was Besseres austauschen, weil irgendwann will genau dieser Stempel benutzt werden. So, jetzt habe ich mir diese Buchkante so ein bisschen hübsch gemacht. Also jetzt kommt hier so ein bisschen Fummelarbeit. Ne? Ihr merkt auch, dass ich hier langsamer rede und leiser werde möglicherweise auch, weil das hier auch ein verdammt elendes Gefummel ist. Ich weiß gar nicht, was YouTube macht, wenn ich die ganze Zeit fluche. Das ist vielleicht wollte ich das einfach lassen mit dem Fluche. So auf du bin ich mit YouTube noch nicht, dass sie mir das verzeihen können. Authentizität ist alles, ne? So, jetzt habe ich das hier so ein bisschen rübergeholt. Leider in meine Falte, die ich gar nicht dafür benutzen wollte. Jetzt ziehe ich mir das aus meiner Falte hier wieder so ein bisschen raus. Weil die Falte hat ja den Sinn, das Buch zu falten. Diesen Sinn sollte sie auch weiter erfüllen, sonst. Jetzt haben wir hier im Endeffekt ein Problem, dass das Buch kein Buch mehr ist, sondern ein Brett. So, jetzt kommt hier wieder. Ich bin jetzt aus dem Bild rausgerutscht, ne? Sag doch was, verdammt. Jetzt habe ich den Rest hier eingekleustert. Und versuche jetzt erstmal wieder hier die Kante, ne, hier so in sich einzuschlagen. Rund zu machen. So, das funktioniert schon mal ganz gut. Auch die Falte hier darf rein sein. Und jetzt schneide ich hier unten einfach quasi diesen Schnipsel ab. Ah, Schnipsel klebt etwas. Und auch den hier werde ich jetzt wieder in sich falten. Ja, Falten umschlagen halt, ne? Falten ist ja nicht so. So gefällt mir das. Ein bisschen Knödelrücken, aber nicht zu krass. Zug lässt sich noch bewegen, so die Hoffnung. Yes, we can bewegt the Buch. So. Ja, jetzt brauche ich ein weiteres kleines süßes Stückchen. Und ihr seht mich die ganze Zeit hier schon drehen. Es gibt immer eine etwas mattere und etwas glänzendere Seite.
Während ich hier mir Gedanken drüber mache und hin und her drehe, eigentlich ist es super wurscht, weil ich danach nochmal mit diesem Junk Journal Kleber alles fixiere. Dann darf das eine ganze Weile trocknen. Und danach werde ich nochmal Mod Podge rausholen und das Ganze mit einem wirklichen Hardcoat oder Hard, ja, das Cover mit einem Hardcoat versehen. Was hat das für einen Sinn? Es ist einfach stabil. Also man kann dann, wenn man diesen Mod Podge Code drauf gebeamt hat, dann kann man danach auch tatsächlich dann Glas draufstellen, ohne dass es dann eine Abdrücke gibt oder soll ich sagen, das Buch irgendwie versaut ist. Eine Badewanne mitnehmen. Möglicherweise das Cover, aber bestimmt nicht den Inhalt. Aber das Thema mit diese mal, feine Oberfläche mit der geknüllten Seitenpapier ist sie nicht mehr länger eine feine Oberfläche. Sie ist dann einfach eine harte Oberfläche, die nur nach geknülltem Seitenpapier aussieht. Nein, da ist auch im Herzen ist da geknülltes Seitenpapier drin. Aber sehr stabil überarbeitet. So soll das dann auch sein. Im Endeffekt möchte ich ja, dass das Buch hier lange lebt. Und so wie ich die Bindung vorgesehen habe, das habe ich euch nämlich noch gar nicht erzählt, wie ich das binden werde, so wie ich die Bindung vorgesehen habe, ist es auch so, dass man die Signaturen später auch austauschen könnte. Das heißt, wenn das Buch vollgeschrieben ist, dann kann man diese beiden Signaturen, die ja jeweils ein eigenes kleines Cover bekommen, kann man dann herausnehmen und theoretisch, wenn man Lust dazu hat, dem Ganzen wieder neuen Inhalt geben, also neue Inhaltsseiten. Ist möglich. Also das ist so vorgesehen, dass das die neue Besitzerin, in dem Fall meine Cousine, selber entscheiden kann, was sie damit macht. Wird das Buch auf ewig so bleiben? Vollgeschrieben? Oder im Regal verstauben? Nein, bitte nicht. Bitte vollgeschrieben. Und bleibt auf ewig mit seinen Seiten zusammen. Oder wird dieses Cover hier quasi eine Recyclingrunde drehen und wieder benutzt werden. Das ist alles offen. Nur möchte ich gerne vorsehen, dass jeder das einfach selber entscheiden kann. Ich möchte selber entscheiden, ob ich dieses Cover noch weiterhin sehen kann oder ob es mir zum Hals raushängt oder nicht. So, ich werde jetzt einmal einen Blick auf die Zeit werfen, wie lang dieses Video schon ist. Na Mensch, wir haben 33 Minuten. Ich denke mal, ihr könnt noch ein bisschen, ne? Ich kann auch noch ein bisschen. Kleber ist noch offen. Jetzt kommt nämlich der Part, wo hier der Buchrücken oder das Cover von außen nochmal richtig schön eingemanscht wird. So, aber warte mal, bevor ich einmanche, kann ich die Ecken benutzen? Nein, ich mache das jetzt anders. Also, ich habe jetzt gerade nicht überlegt oder laut gedacht, dass diese kleinen feinen Ecken, ihr seht sie, die sind sehr schmal, die muss ich sowieso mit der Zange aufbiegen. Von daher ist es auch wurscht egal, ob ich jetzt hier noch Kleber mit ins Spiel bringe und die Ecken ein bisschen fester mache oder nicht. Macht jetzt gerade gar nichts. Ich merke allerdings gerade, dass diese Breite vom Kleber, vom Pinsel mich gerade nervt. Es ist mir zu breit, um in die Falten reinzukommen. So, aber es ist nicht zu breit für diese Fläche. Auch diese Fläche möchte ich natürlich versiegeln. Wenn dieses Buch oder mindestens das Cover ein ziemlich langes Leben haben soll, das würde ich mir sehr wünschen, dass das lang benutzt wird. Ich habe schon mehrfach betont. Dann muss natürlich auch das glattere Papier geschützt sein. Ja, da werde ich auch ein bisschen Hardcoat später drüber beamen, aber doppelt hält besser. Aber eigentlich auch der Junk Journal Kleber hier, der tut seinen Dienst wunderbar als Cover oder als Coat. Nicht so hart wie so ein Mod Podge das tut. Ist aber nicht, überhaupt nicht schlimm. Und ich liebe das auch, wenn so ein bisschen Textur dabei bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so mit dem Pinsel und auch wirklich mit diesem groben Pinsel drüber gehe,
dann hält dieser Kleber ein bisschen Textur für mich bereit oder behält es dann fertig gepinselt. So. Man sieht ihn einfach noch die Pinselstreifen. Also das ist das, was ich hier an der Stelle mit Textur meine. Man spürt oder sieht auch die Pinselstriche, nachdem es getrocknet ist. Und ja, das hat halt einfach auch eine ganz besondere Haptik. Ist ja nicht klebrig oder irgendwas, es ist wirklich dieses Geriffelte von der Pinseltextur. Das mag ich total. Ich glaube, so hat jeder Crafter, was auch immer er oder sie craftet, auch so seinen eigenen Tick. Na, der eine mag es immer super akkurat, schön gefaltet, die Ecken richtig schick. Und erfreut sich an einem glatten, glänzenden Papier ohne Makel. Die andere mag einfach irgendwelche Ecken, Dellen, Kanten, knütteltes Papier, Textur vom Pinselstrich, wo jemand anders sagt, Mensch, da hast du unsauber gearbeitet. Nope. Das gehört so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es gibt, also mindestens in meinem Leben gibt es mal Menschen, die sagen, wow, mach das doch mal so und so. Oder das müsstest du doch eigentlich so und so. Nö. Ich muss denke ich auf Toilette. Sonst muss ich hier mal gar nichts. Ich muss Spaß haben beim Craften. Das ist tatsächlich das, was ich muss. Weil sonst bringt das nichts. Ich glaube, die wenigsten können von ihrer Kunst oder von ihrem, sag ich mal, Handwerk. Nennen wir es mal Handwerk, auch wenn das echt, es ist ein Hobby, ja klar, aber trotzdem ist das ein Handwerk oder eine künstlerische Tätigkeit, die man hier macht. Und ich denke, die allerwenigsten können davon leben. Oder haben überhaupt auch den Anspruch, davon leben zu wollen. Und trotzdem nenne ich es Kunsthandwerk. Wenn jemand diese Fingerfertigkeit hat, und, sag mal, wirklich was von ideellem Wert herstellt, dann ist das für mich Kunst oder und Kunsthandwerk. Da mag manch einer in die Ohren lang ziehen. Macht doch. So, und das ist das Thema ideeller Wert. Ne? Also, wenn ich mir so bei Etsy diese ganzen tollen Sachen angucke, ich sehe gerade, dass mein Papier ein bisschen färbt. Na gut, dann darf ich das Papier auch in sich nur kleben. Also nur in sich hier mit dem Kleber zusammenbringen und nicht noch mit dem Kleberpinsel, der dann ein bisschen bläulich ist, über das andere Papier gehen. Das würde einen komischen Schleier geben. Gut, wenn wir schon bei unserer kleinen Philosophiestunde sind hier. Mit kleinen Klebereinwürfen. Ich bin immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich dabei Etsy diese vielen tollen, also wirklich wunderschönen, prall gefüllten, super durchdachten, liebevoll hergestellten Junk Journals sehe. Für was für, sag mal, Spottpreise, die teilweise angeboten und dann auch verkauft werden. Das macht mich manchmal ein bisschen, ja, zwischen nachdenklich, ratlos, sprachlos, weil, also ich weiß nicht, ihr schaut mir jetzt gerade zu und wenn ihr das erste Video geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass ich im ersten Video auch schon, oh, ich weiß gar nicht, wie lange, gar nicht im Blick, aber fast eine Stunde an dem ersten Teil des Covers gearbeitet habe. Und jetzt sind wir schon eine gute halbe Stunde, oder sogar drüber, am zweiten Teil des Covers. Wir haben noch nicht mal Papier im Buch. Wir haben noch nicht mal eine Bindung. Ja, also macht euch mal Gedanken darüber, wie lange es eigentlich braucht, so ein Journal herzustellen. Und dieses Ding hier ist, sag ich mal, nur in Anführungszeichen ein Notizbuch. Es ist kein Junk Journal mit 1000 Fächern, liebevollen kleinen Verstecken, Hinweisen, Texten, Knöpfen, Belly Bands, allem Tüdelü, den man sich da so vorstellen kann. Es wird einfach ein kleines, feines Notizbuch. Und ohne eine einzige Seite da drin zu haben, jo, steuern wir mit diesem Video hart auf die 2 Stunden zu. Wenn man in einer freien Wirtschaft jemandem erzählen sollte, dass die Bücher, die dort angeboten sind, bestimmt, naja, also ich würde sagen, wenn ich mit
10 Stunden ansetze, bin ich wahrscheinlich noch am untersten Level eines schönen Junk Journals. Und die werden teilweise für 100, 150 Euro verkauft. Das ist doch schon der Hammer, oder? Man muss dazu noch bedenken, es ist nicht nur so, dass es mein recht schmaler Stundenlohn ist. Die Jungs und Mädels, die das craften, die haben da ganz viel Material reingesteckt. Also das, was ich jetzt hier reinstecke, ist eher mal der ideelle Wert. Ja, also das zwei Seiten Seitenpapier, das Stückchen Geschenkpapier, was ich hier übrig habe, auch die Ecken und das Papier, was ich reinstecke, das ist jetzt, sag ich mal, schmaleres Geld. Aber diese ganzen liebevollen Sachen mit den Perlen, Lesezeichen, auch die Dingeldangel, wie schön und behängt und gestufft die sind, die sehen so toll aus, dass man sich die auch gerne mal um den Hals hängen könnte. Was ja manche Leute auch machen, also kann ich gut verstehen. Nur da steckt auch echt was an Material drin und das fällt einfach nicht vom Himmel. So. Ich versuche immer viele Sachen in Anführungszeichen gebraucht zu kaufen. Also Material gebraucht ist so eine Sache. Klingt schon irgendwie schräg in sich. Ich versuche tatsächlich, ja, auf nicht eBay Kleinanzeigen und so weiter und so fort, Flohmärkte, herrlich, da einfach Material zu finden, wo jemand anders was über hat. Ja, nicht, weil ich irgendwie geizig bin oder so, ich kaufe mir auch gerne neue Materialien. Ich finde einfach diese Vielseitigkeit von übrig gebliebenen Kleinigkeiten total spannend. Und natürlich hat man dann auch eine viel größere Varianz, wenn man sich einfach auch ein paar mehr Sachen kaufen kann. Auch wenn es teilweise mal ein angefangener Designblock ist oder so. Man hat einfach ein paar schicke Seiten, die man so, sag ich mal, im Laden jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Also das ist so ein bisschen meine Philosophie. Natürlich kaufe ich auch hübsches Neues, tolle Sachen, die ich in meine Dingeldangels hänge. Tolle Labels, Buchecken, hast du nicht gesehen? Also ich habe so viel schönen Kram gefunden. Teilweise so schön, muss ja mal ein bisschen lachen, wenn ihr alle YouTuber, also keine Ahnung, ob das jemals jemand von euch sieht, aber viele von euch weisen immer darauf hin, nehmt doch einfach eure schönsten Sachen. Jetzt genau für dieses Buch. Aber man hat immer irgendwas, was man, ich sag mal, zurückhält. Ich weiß nicht, für schlechte Zeiten klingt ein bisschen komisch. Aber für das eine Buch oder für das eine Projekt, wo man sagt, oh, jetzt passt das haargenau, jetzt muss das genau da sein. Dann benutzt man es nie. Ich habe erst ein bisschen gelacht, als es jemand in einem Video sagte, und ich glaube sogar, das war Pam von The Paper Outpost in einem der ersten Videos. Use up your favorites. Yep. Genau. Use up your favorites. Es kommen neue Favorites. Schwöre ich euch. Hätte ich auch nicht gedacht. Sie haben, ja, man hat Lieblingssachen, die behält man, die treasured man vor sich hin. Ja, was hast du denn davon? Also wenn das in deinem Schrank liegt oder in deinem, weiß nicht, Junk Journal Schmuckkästchen, wo die ganzen tollen Sachen drin sind, die irgendwann in diesem Leben vielleicht mal einen Sinn haben, wirst sie nie benutzen. Man kann sich vornehmen, in jedem Journal mal eins der Favoritenthemen reinzubringen. Sei es die schönste Perle oder die schönste Tasche, die schönste Spitzenborte. Das, was einen so richtig einerseits das Herz aufgehen lässt, wenn man sieht, und andererseits ja, einen so ein bisschen erschaudern lässt, wenn man sagt, boah, ich gebe das weg. Dieses Buch wandert mit komplettem Inhalt weg an einen neuen Besitzer, an neue Besitzer. Ja, und? Ich freue mich darüber, wenn sich die Menschen freuen. Umso mehr habe ich mich tatsächlich gefreut, als ich neulich meinen ersten Kommentar auf Etsy bekommen habe. Von einer Käuferin, die sehr happy mit dem war, was sie von mir bekommen hat. Ich sag mal, das war jetzt, na, sag ich, nur ein Papier, Kit, schön Notpapier. War sie jetzt so lieb geschrieben, da habe ich mich so mega drüber gefreut. Das ist das, was so die Menschlichkeit untereinander ausmacht. Klar, überall sollte man sowas leben.
das war Kunsthandwerk, YouTube, Etsy-Bereich und sonst was. War einfach dieses ein liebes Wort und man tut sich doch nicht weh, sich gegenseitig mal so ein Favoritstück zu schenken. Und man tut sich auch nicht weh, liebe Worte zu lassen. Zugegeben, ich übe noch ein bisschen mit der Kommentarfunktion von YouTube. Sollte jemand von euch einen Kommentar hinterlassen haben oder Kommentare und ich habe noch nicht darauf reagiert, es tut mir leid. Ich übe noch, diese wiederzufinden. Könnte sein, dass es an meiner Haarfarbe liegt. Übrigens dürfen Blondinen Blondinenwitze machen. Keiner sonst. Ja, ich habe mich schon tatsächlich gefragt, ob ich darüber benachrichtigt werde, wenn ich Kommentare bekomme. Ja, eigentlich ja schon, aber irgendwie finde ich diese Benachrichtigung nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas verstellt oder nicht richtig eingestellt, sodass ich sie vielleicht, also zwar sehe, wenn ich wirklich aktiv in diesen Menüpunkt reinsurfe und mich dann durchgrabe und gucke, wo vielleicht ein Kommentar sein könnte. Aber sag mal, so eine richtige, so, hey, Ding, 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 du hast einen Kommentar, melde dich doch mal zurück. Funktion oder Benachrichtigung habe ich noch nicht bekommen. Habt da wenigstens was zu lachen. Ein YouTube-Newbie am Start, der beim Knüttelpaper-Kleben über YouTube und die Freundlichkeit des Lebens philosophiert. Übrigens tue ich sowas völlig nüchtern. Ist klar. Könnte vielleicht einfach auch daran liegen, dass ich es gerne mag, wenn ich selbst Videos von zum Beispiel Susanne, habe ich gerade schon erwähnt, mir anschaue oder anhöre, die einfach so menschlich sind. Keine Crafting-Maschinen, die alles perfekt im Griff haben und das Leben meistern, gleichzeitig 5 Kinder großziehen, kochen, putzen und 5 Stunden YouTube-Videos am Tag schneiden. Nein, es sind Menschen, die Sachen nacheinander machen, denen mal Fehler passieren, die mal irgendwas versauen oder verpeilen, über sich selber lachen können und euch einfach Geschichten des Lebens erzählen. Und ich erzähle euch hier eine Geschichte von einem blauen Müllsack auf einem Notizbuch. Ich nenne sie Junk Journal Notizbuch-Style, weil sie einfach weil sie einfach inhaltsmäßig nicht so Junk Journalig sind, wie es ein Junk Journal eigentlich wäre. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich die ganz normalen Seiten nehme. Und was heißt die ganz normalen Seiten? Nein, ich nehme normales Papier, was gleichfarbig und gleichförmig ist. Für diese Art von Notizbuch. Ich weiß nämlich auch, dass man Menschen auch mit dieser Art von Kunst ein bisschen schocken kann. War neulich meiner Schwiegermutter ein Buch gemacht. Auch da habe ich weiße Seiten genommen und einfach noch ein paar Stempel reingemacht. Man muss auch Menschen langsam an solche Kunst gewöhnen, weil nicht jeder verträgt gleich diese volle Dröhnung. Junk-Journal-Tum mit wirklich den echten, schicken Junk-Journal-Seiten. Und diesem bunten und schrägen und da sind auch mal Seiten quer drin. Das verträgt nicht jeder. Das ist so ein bisschen wie die erste Party. Da kann einem manchmal auch schlecht finden. Dementsprechend möchte ich hier keinen überfordern und werde auch für mein Cousinchen hier ein braves Notizbuch machen. Also ein bisschen. Genau. Gibt natürlich auch andere Leute, bei denen weiß man direkt, hey cool, da kann man sowas von punkten. Zum Beispiel, als ich neulich ein Journal oder ein Diary für die liebe Paula gemacht habe, da war mir klar, das kann ich schon im Junk Journal Style, voll schwieriges Wort, das kann ich schon in dem richtigen Style machen und habe eine kleine Erklärung zum Thema Junk Journal dazu gelegt. Was ist denn das? Wie geht denn das? Warum macht man das? Wenn man dann Leute hat, die auch so meist ein bisschen einen kleinen Hau in Nachhaltigkeitsfragen haben und sagen, Mensch, man kann doch einfach auch Sachen machen aus recycelten Themen oder aus alten Sachen, die kann man mit sowas auch wirklich sag mal, anfixen. So, mach doch mal was aus alten Sachen, mach doch mal was aus Junk.
Also, wie gesagt, bei Paula habe ich da voll ins Schwarze getroffen. Ja, Paula, ne? Melde dich, falls nicht, dann möchte ich es gern wissen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch irgendwann mal einen Rappel kriegt und sowas selber macht. Sollte dem so sein, liebe Frau Paula, komm mal bei mir vorbei. Ich habe da so ein bisschen Material. So. Jetzt habe ich hier ganz viel erzählt und jetzt habe ich auch ganz viel rumgematscht. Und ihr seht momentan den Kleber noch weiß. Dieser Kleber, der wird durchsichtig trocknen, da wird so eine glänzende Oberfläche abgeben, wie jetzt hier in der Mitte. Mit dem Mod Podge Hardcover, das ist anders als der hier, das ist nämlich der, den ich für Outdoor gekauft habe, für Steine bemalen. Der normale Hardcoat, der tut dann sein Übriges und mattiert es auch ein wenig. So, ich werde jetzt dieses Herzchen hier trocknen lassen, also meinen Kleberpinsel retten. Das muss jetzt hier tatsächlich wirklich, wirklich trocknen. Also da kann ich jetzt nicht in einer Stunde wieder dran gehen. Das lasse ich jetzt hier über Nacht stehen und werde dann morgen ein trockenes oder weitestgehend trockenes Buch haben. Also tatsächlich, wenn man solche Mengen von dem Junk Journal Kleber drauf macht, dann darf man das auch ruhig mal 24 Stunden austrocknen lassen. Ja, 24 Stunden werde ich jetzt nicht machen, ist aber auch nicht schlimm, weil morgen oder beim nächsten Video für euch, für mich ist es morgen, kommt dann hier das Schätzchen. Da kommen dann die Bronze Metallic Gilding Wax Streifen drauf. Genau. Das wird nämlich der nächste Streich und auch ein weiterer Streich wird dann noch hier das Inlay bzw. die Bindung innen vorzubereiten und die auch noch blau zu machen. Genau. Nicht vergeben ist unser hier Verbandstape, weil das einfach das ganze Konstrukt hier stabilisiert. Ich habe bei dem Rücken, dem Buch quasi den Rücken ziemlich ausgedünnt und dieses Tape, das stabilisiert und jetzt kommt hier draußen noch eine Schicht drüber. Das wird schon eine stabile Angelegenheit. Ja, also auch wenn man sowas dann mal in eine Handtasche schmeißt, dann schmeißt man es halt in die Handtasche. Dann kommt es auch heile wieder raus. So, in diesem Sinne haben wir jetzt auch das zweite Video zu diesem ja, Notizbuch erfolgreich hinter uns gebracht. Was das Ganze gibt, erfahrt ihr in dem nächsten Video, was ich vermutlich morgen drehe. Und ja, dann geht's damit weiter. Ich freue mich total, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich freue mich auch riesig über eure Kommentare, über Likes sowieso. Ja, Freude, Freude. So, ich merke, dass mein Magen knurrt. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen gönnen. Und euch gönne ich jetzt, welche Videos auch immer ihr schauen wollt. Es gibt so viele coole YouTuber und so viele. Tja, da hat es mich erwischt, Akku leer. So ist das. Ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich freue mich noch mehr, wenn euch nicht stört, dass meine Fingernägel irgendwie ziemlich zerstört aussehen. Habt einen feinen Abend, morgen oder was auch immer gerade bei euch ist. Und ja, schaut was Schönes, bastelt was Feines. Bis demnächst in diesem Kino.